Hallo Bonsai-Freaks, ich bin Werner und ich heiße euch herzlich willkommen zu Every Cat Matters. Und heute machen wir ein kurzes, was würde Werner sagen, Video, weil ich habe da draußen ein Projekt laufen und auf das bin ich schon wirklich ganz, ganz, ganz gespannt. Und lasst euch überraschen, im nächsten Video gibt es da eine Neuigkeit, die ihr noch nicht kennt und die hat mich im Jänner relativ gut, wie soll ich sagen, zeitlich eingespannt. Aber jetzt ist das Projekt fertig und ja. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Das wird vieles in meiner Videoarbeit und in meinem Videomachen verändern. Also ich bin gespannt, wie es dann euch gefallen wird. Und jetzt legen wir los. Als erstes haben wir hier heute eine Märzkirsche von der Antje. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Baum hat im Prinzip alle Voraussetzungen für einen wirklich guten Clump-Style, also einen Mehrfachstamm. Ja, und wenn wir uns jetzt hier das erste anschauen, dann sehen wir natürlich, dass Antje hier einen richtigen Glücksgriff gemacht hat. Und zwar, sie hat diesen Baum dürfen bei ihrem Nachbar ausgraben und was soll ich sagen? Der hätte dieses Teil auf den Komposter geworfen. Und so ein Glück muss man erstmal haben, also das ist wirklich absolut gut. Und ja, machen wir das Beste draus. Und jetzt gebe ich euch natürlich wieder nur meine Gedanken. Das heißt, was würde ich mit dieser Pflanze machen, wenn es meine wäre? Und ihr wisst das, im Endeffekt müsst ihr selber entscheiden, was ihr aus der Pflanze macht, wie ihr die weiterentwickelt, welche Schritte ihr geht. Aber das wäre so mein Weg, den ich gehen würde, wenn es im Prinzip mein Baum wäre. So, und jetzt schauen wir uns das an. Ich würde den Baum hier in dieser Position für die Front nehmen. Das heißt, hier haben wir schon einen richtig guten Stammansatz. Die Basis geht schön weit nach außen hinweg und er verjüngt sich gleich relativ gut nach oben. Und ja, wenn wir uns jetzt so normale Clump-Style-Gestaltungen anschauen, dann sieht man eigentlich meist, dass der Hauptstamm nicht auf einer Seite ist, sondern meistens ist er irgendwo ganz leicht außerhalb der Mitte irgendwo platziert. In diesem Fall, wenn wir die Front jetzt von hier vorne nehmen, dann ist dieser Hauptstamm leider auf der rechten Seite. Wenn ich den Baum für den Stammansatz jetzt 180 Grad drehe, dann sehen wir, dass der Blick in den Baum nicht so schön ist, weil uns genau diese zwei dicken, starken zweiten sekundären Stämme wirklich den kompletten Blick auf den Baum versperren. Und deshalb würde ich das hier als Front nehmen. Und jetzt haben wir natürlich einen Nachteil, und zwar dieser Hauptstamm, der lehnt sich eigentlich relativ stark auf die rechte Seite. Und das sieht eigentlich nicht so schön aus. Und jetzt könnte man natürlich das mit ein paar Methoden kaschieren. Und zwar, was würde ich machen? Ich würde beim nächsten Mal umtopfen von dem Baum schauen, ob ich den Baum nicht eventuell ein bisschen nach vorne kippen kann, dass der Stamm nicht so nach hinten lehnt. Und was ich auf jeden Fall auch machen würde, und zwar, ich würde den Stamm jetzt, da weil er noch im Prinzip so jung ist wie jetzt, mit Spanndrähten in das Zentrum des Baumes biegen. Und das geht hier in dem Fall relativ einfach. Und zwar, wir haben ja hier alte Schnittlöcher von den alten Stämmen. Und da kannst du gerne eine Schraube reindrehen. Und dann suchst du dir da im oberen Drittel einen guten Punkt, wo du den Spannrad befestigen kannst. Und dann ziehst du diesen Stamm einfach viel, viel mehr in die aufrechte Position. Und pass aber auf, dass du beim Biegen des Stammes, erstens, dass er nicht bricht, ist klar. Aber pass bitte auf beim Biegen des Stammes, dass du den Abstand nicht zumachst, dass alle Abstände zwischen den drei Hauptstämmen ident sind. Das heißt, wir sollten so wie bei einer guten Waldgestaltung auch immer unterschiedliche Winkel, also unterschiedliche Abstände, unterschiedliche Zwischenräume haben. Und schauen einfach beim nach oben ziehen, dass das nicht zu symmetrisch wird. So sieht man natürlich, dass dieser Baum relativ lange Stammlinien hat und die sind ja, zwar mit guter Bewegung, aber mit relativ schlechter Verjüngung. Und deshalb würde ich im Laufe der Zeit diese anfangen zu reduzieren. Das heißt, bei der Märzkirsche würde ich nicht hergehen und die hart zurückschneiden, sondern ich würde die von oben herab peu à peu zurückschneiden. Das heißt, so wie in dem Fall würde ich hier bei dem Hauptstamm hier aussteigen. Wenn er uns dann unten mehr Optionen gibt, kann man dann immer noch
ein bisschen nachrücken. Beim zweiten Stamm würde ich hier aussteigen und bei dem dritten Stamm würde ich ungefähr hier aussteigen. Und damit kann man das Ganze gut einreduzieren, dass wir einfach eine Verjüngung zusammenbekommen von dick auf dünn, auf dünner, auf dünnest. Und ich würde den Baum aber nicht im Winter schneiden. Da sieht man zwar die Knospen, aber man sieht nicht wirklich, ob das nur Blütenknospen sind oder ob das Astknospen sind, weil im schlimmsten Fall passiert ja eines, dass das nur eine Blütenknospe ist, das heißt, der Baum wird dort Blüten machen, er trägt dort vielleicht sogar eine Kirsche, aber er wird dort nicht weiter wachsen und im nächsten Jahr kommt dann da nichts mehr und deswegen würde ich immer den ersten Austrieb abwarten, wenn die ersten Blätter ausgehärtet sind und diese Cuticula sich gut gebildet hat an den Blättern, dann gehst du her und schneidest den, die ersten langen Stammlinien zurück. So, was würde ich noch machen? Ich würde jetzt natürlich schauen, dass ich den Stamm, und zwar man sieht hier an der Außenseite, hat er relativ wenig Äste und da würde ich ihn eventuell zur Sonne drehen, das heißt, dass er auf dieser Seite relativ viel Sonneneinstrahlung bekommt. Vielleicht kann man den Baum dazu bringen, dass er dort durch die Wärme der Sonne motiviert wird, dort eine Knospe zu schlagen. Das heißt, dann bekommen wir auch eine Verästelung nach außen hin und dann sieht das hier nicht so leer aus, weil es dürfte deshalb passiert sein, weil einfach diese Pflanze entweder irgendwo an einem Zaun gestanden ist oder vielleicht ist sie sogar noch ein bisschen mehr flacher am Boden gelegen, dass hier auf der Unterseite sich keine Äste gebildet haben. Aber ich denke, wenn man das zur Sonne dreht, kann man den Baum vielleicht dazu anreizen, dort neue Äste zu generieren. Ja, und um die Rückknospen vielleicht noch ein bisschen anzuregen, könntest du ja überlegen, wenn die Pflanze kräftig ist und sie das Frühjahr gut überstanden hat und der Austrieb wirklich gesund ist, dass du das mit einem Blattschnitt bearbeitest. Das heißt, das zeige ich euch in meinem Video, ich verlinke euch das. Da könntest du dir überlegen, ob du das nicht eventuell mit einem Blattschnitt dann noch zusätzlich Anreize gibst, um wirklich neue Knospen im unteren Bereich zu aktivieren. Wenn du schaust, siehst du, dass du hier an den Stämmen und an den Ästen überall schlafende Knospen hast. Also das sollte eigentlich kein großes Problem sein, die zu aktivieren. So, jetzt haben wir den Hauptstamm aufgerichtet und jetzt schauen wir uns die zwei Nebenstämme an. Und die zwei Nebenstämme haben ein Problem. Und zwar diese zwei Nebenstämme sind relativ simulär. In der Dicke, in der Bewegung, in der Bewegung, in der Verjüngung. Und jetzt musst du dir überlegen, ob du das durch Schnittmaßnahmen ein bisschen veränderst. Das heißt, dass du dir einen aussuchst, der ein bisschen mehr wachsen darf. Er sollte nur nicht dicker werden wie der Hauptstamm, aber der darf ein bisschen mehr wachsen wie der zweite. Und der andere sollte ein bisschen stärker zurückgeschnitten werden, dass er nicht mehr wirklich sehr viel stärker wird. Und ja, das ist ein Prozedere über die Zeit. Vielleicht hast du im Laufe der Jahre ja die Option, einen dieser zwei herauszuschneiden. Das wirst du sehen, wie viele andere Möglichkeiten dir der Baum bietet. Und ja, abwarten, das ist eine Entscheidung, die kannst du jetzt nicht gleich treffen, diese Entscheidung. Da muss noch einiges passieren, um dann wirklich da einen kompletten Cut zu machen. Fürs Erste würde da ein viel zu großes Loch entstehen und dieses sieht einfach nicht schön aus und das würde auch den Baum relativ stark entwerten. Und welchen du jetzt zu dem dickeren machst und welches du zu dem dünneren machst, das würde ich daran entscheiden, welcher hat die bessere Aststruktur. Also der die besseren Verzweigungen hat, der die besseren Linien hat, den würde ich als stärkeren machen, weil du da ja schon einige Verzweigungen hast, die du verwenden kannst. Und wenn so wie der von hier aus gesehen, der linke ist zwar ein bisschen der dickere, ist aber relativ gerade und hat fast überhaupt keine Verzweigung und der rechte hat auch schon ein bisschen eine Verzweigung. Also das musst du schauen, das kann man dann besser entscheiden, wenn auch kein Blattwerk am Baum ist, dann sieht man besser. Aber die Entscheidung, einen bremsen, einen ein bisschen mehr wachsen lassen, um einfach ein bisschen einen Unterschied zwischen den beiden zu bekommen. So, und die zwei kleinen hier, die machen die 5 perfekt, das heißt, das ist auch eine ungerade Zahl und die kann man natürlich noch super biegen und super gestalten, also die würde ich dann, wenn die anderen Äste ein bisschen reduziert sind und wenn ich weiß, wo was hinpasst, dann würde ich die drahten und würde ihnen Richtung geben. Ich würde auch die Äste des
Baumestrade, also nicht mit Spanntreten nach unten ziehen, sondern wirklich die Äste durchtraten und wirklich dem Ganzen Schwung und Bewegung reingeben, damit das einfach viel, viel, wie soll ich sagen, natürlicher wirkt. Dass dieses gerade nach unten spannen ist vielleicht ein einfacher Weg und es sieht auch einfach aus, aber im Endeffekt denke ich mir immer, da wird fast viel mehr Draht verbraucht, als wie wenn ihr die einzelnen Äste durchtratet. Und was kann ich machen? Ich kann einen geraden Ast ja wieder nur nach unten biegen, aber er bleibt im Endeffekt gerade. Und wenn ich den aber Schwung gebe und Bewegung gebe, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, dann sieht das natürlich viel interessanter aus und das würde ja dann auch schon zu den Bewegungen in den Stämmen ein bisschen passen. Und ja, trate den Baum durch und natürlich muss man beim Eintraten mehr aufpassen als mit den Spanntreten, aber das Endergebnis ist natürlich auch das viel, viel schönere. Und fürs Erste würde ich ihn wirklich mal ein oder zwei Jahre hintereinander wirklich komplett durchtraten und wenn dann die gröbsten Äste in der Position stehen und die dann schöne Bewegung haben, dann reicht es natürlich mit Spanntreten das Ganze in Position zu ziehen. Ja, und dann, du düngst relativ gut deinen Baum, habe ich gesehen. Das heißt, das passt von dem eigentlich sehr, sehr gut. Ich würde das so weiter handhaben. Also sie düngt alle 4 Wochen organisch und alle 2 Wochen flüssig dazu, soweit ich das weiß. Und umgetopft ist der Baum 2021 geworden. Das heißt, ich sehe da auch jetzt keine Notwendigkeit. Die Schale ist groß genug. Da kann er noch wirklich viel gute Wurzeln generieren, der Baum, und ich denke, wenn du den in 3-4 Jahren umtopfst, ist das früh genug. Und jetzt gut düngen und gut gießen, austreiben lassen, wenn 4, 5, 6 Ast- oder Blattpaare da sind, dann abschneiden und reduzieren. Und gut düngen und gut wässern. Und auch regelmäßig drehen den Baum, dass du auch über Sonne hast. Wie gesagt, bevorzugt zu der Außenseite vom Hauptstamm, dass wir das dort ein bisschen anregen. Aber nicht das ganze Jahr auf dieser Position stehen lassen, sondern immer leicht durchrotieren, um einfach dem Wachstum so viel als möglich Schub zu geben. Und dann hast du natürlich im nächsten Winter wieder neue Äste, wieder neue Optionen und dann kannst du immer selektiver werden und immer sagen, okay, jetzt kann ich den Fehler herausschneiden und den Fehler herausschneiden. Und ja, so Antje, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Entscheidungen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wie gesagt, das ist das, was ich machen würde. Und der Baum braucht noch ein paar Jahre, um dann wirklich in eine gute oder in eine ganz grobe Gestaltung zu gehen. Aber die ersten Schritte kannst du jetzt schon super setzen. Und trau dich nur zurückzuschneiden, die Märzkirsche ist ein eifriger Baum, der gut wächst und ich denke, da kann man eigentlich nicht sehr, sehr viele Fehler machen. Schau einfach nur, dass die Stammlinien schön passen, dass die Silhouette gut passt und vielleicht schickst du uns wieder mal ein Update, wie es sich weiterentwickelt hat. Trau dich nur und viel Spaß. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Kandidaten, zu dieser Linde. Und ich muss euch sagen, der erfordert schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also ich denke, ich bin sicherlich jetzt gute 2 bis 3 Stunden vor diesem Baum gesessen auf dem Video und habe vorgespult, zurückgespult und habe mir die besten Positionen angeschaut und mir Gedanken gemacht, wie könnten wir das machen. Und ich denke, Gernot hat da Tom ein bisschen eine Challenge gemacht. Das heißt, der Baum, der ist vom Tom Sei. Wenn ihr den Tom Sei seinen Kanal kennt, dann kennt ihr auch den Baum schon. Der hat den dort schon mal gezeigt. Ja, und schauen wir uns den Baum jetzt genau an. Was macht den Kollegen so schwierig? Und zwar, wenn wir uns das auf den ersten Blick hier anschauen, dann sieht man, er hat hier 2 Stämme. Und das große Problem ist, dieser ganz gerade, dicke, immer gleichmäßig nach oben laufende gerade Teil von dem Hauptstamm, also von dem dickeren Stamm. Und der macht das Ganze zu einer richtigen Challenge, das kann ich euch sagen, weil, warum ist das so? Diese Dickstelle, diese gerade Stelle wird immer ein bisschen ein Problem bleiben. Sie ist, ich glaube, das ist auch die Stelle, die aus diesen Baum, der kann auch ein guter Bonsai werden, aber genau das ist der kleine Unterschied zu einem wirklich Show-Winning Tree, also mit diesem Fehler wird er das, glaube ich, nie werden, aber nichtsdestotrotz kann er trotzdem ein wunderschöner Bonsai werden und
Nicht alle wollen auf Schoß, nicht alle wollen Preise gewinnen und manche haben auch Freude mit guten Bäumen und manche Dinge verwachsen sich auch über die Jahre. Also da sollte man jetzt nicht so eng und ernst sehen. Aber beim Kauf von Material könnt ihr auf so etwas achten. Das heißt, wenn ihr so eine Stelle seht wie hier, die keine Verjüngung hat, die zum Teil oben vielleicht sogar ein bisschen dicker ist sogar und es der einzige Baum ist, der euch gefällt und der dort steht, dann kauft ihn. Aber wenn ihr noch Optionen habt, dann schaut euch vielleicht noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja nicht den einen oder anderen, der ein paar Meter weiter steht, der vielleicht nicht doch besser ist. Wie starte ich mit so einem Material? Weil ich habe jetzt gesagt, ich bin jetzt 2 oder 3 Stunden vor dem Baum gesessen und habe mir verschiedenste Varianten überlegt. Und zwar den Aufbau von einem Bonsai-Baum oder das Finden der richtigen Seiten. Wo ist die Front? Welche Äste behalte ich und welche nicht? Das ist einmal eine Story. Ich starte den Baum immer von unten nach oben. Das heißt, das Erste, was ich schaue, ist, wo ist die beste Basis? Und hier auf dieser Seite, das wäre so meine geplante Vorderseite, hier haben wir eine schöne Verteilung der Wurzeln und das sieht angenehm und gleichmäßig aus. Die laufen auch links und rechts schön in die Breite. Und wenn wir das jetzt von der Seite her anschauen, zum Beispiel, sieht man, hier ist ein riesengroßer Fehler oder auch hier ist der Wurzelansatz nicht so schön und das ist natürlich keine Front, die ich da nehmen würde, weil die Basis muss einmal passen. Natürlich, wenn ich weiter nach oben schaue und ich sehe, dass ich, wenn ich ein bisschen drehe, der Baum besser wird, dann opfere ich die Basis für den besseren Stammverlauf. Aber das Erste ist einmal die richtig gute Basis. So, und jetzt schauen wir uns das weiter an. Und zwar, wenn wir nach dem Hauptstamm nach oben gehen, dann sehen wir, und das werden auch viele von euch machen, die sehen, ach, das ist ein großer, gerader Teil, der nicht schön ist, der keine Verjüngung hat und der auch keine wirklich perfekte Astverteilung hat. Viele würden hergehen und den vielleicht sogar wegschneiden. Und das wäre sogar eine Option. Das heißt, wenn man Geduld hat, wenn man wirklich einen vielleicht Show-Winning Tree draus machen will, dann müsste man den Hauptstamm opfern. Weil einfach, wenn wir uns den zweiten anschauen, der hat wirklich eine schöne Biegung, eine Verjüngung, hier einen Schnitt, hier einen Schnitt, hier eine Verjüngung, hier eine Verjüngung, hier eine Verjüngung. Das heißt, das wäre, wenn ich den als Einzelstamm führen würde, wäre das der ideale Aufbau. Natürlich setze ich dann, wenn ich den Baum jetzt auf diesen Nebenstamm kürze, setze ich den Baum jetzt zumindest, weiß ich nicht, 7 bis 10 Jahre zurück. Das heißt, der sollte dann eigentlich wieder ins Feld kommen, weil das ist ja auch einer, der im Feld gezogen worden ist und so sieht auch Rohmaterial aus, das man aus dem Feld bekommt. Und die haben noch alle Fehler, die haben auch noch viele Optionen von den Ästen, also dürft ihr euch nicht wundern, denn wenn da immer zu viele Äste sind, die guten Farmer, die lassen immer mehrere Optionen stehen für jeden eigenen Geschmack und für jeden eigenen Stil, den jeder haben will. Also da werden immer zu viele Äste sein im Normalfall. Und ja, und wenn ihr den Hauptstamm jetzt hier wegschneiden würdet, als Ganzes, dann den ganzen noch 3, 4 Jahre wieder in die Erde setzen, dann wäre das vielleicht eine Option für einen Show-Winning Tree, also für einen wirklich makellosen, guten Lindenbaum. Ich habe das gerade vergessen zu sagen, es ist eine Linde, aber, oder habe ich es gesagt, weiß ich gar nicht. Und viele, die meine Videos kennen, ich verlinke euch meins, ich stehe auf Linden. Ja, aber ich bin deswegen so lange vor dem Baum gesessen, weil ich einfach denke, ich will diese Jahre nicht herschenken. Ich will diese Jahre nicht wieder von vorne anfangen. Und ich würde, wenn es mein Baum wäre, mit beiden Stämmen arbeiten. So, wie sieht das aus? Wie gehe ich davor? Als Erstes, wie gesagt, suche ich die richtige Basis. Und dann schauen wir uns die untersten Äste an. Und zwar, ich fange dann immer an mit den Ästen, die ich wirklich nicht brauche. Die Äste sind die ersten, die ich dann herausschneide. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dieser hier ist ziemlich tief, der ist viel zu tief für diese Gestaltung, der kann weg. Und natürlich kann auch dieser kleine hier hinten weg, der ist auch viel zu tief. So, und wenn wir jetzt weiter nach oben gehen, dann haben wir hier eine sogenannte Dreierstelle. Und zwar, wenn wir uns das genau anschauen, dann könnte man sagen, okay, ich schneide hier jetzt 2 der 3 Äste heraus, oder es sind eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, die wirklich relativ knapp auf einer Stelle sind. Aber
Das ist auch der Grund, warum ich das Ganze als die Rückseite genommen habe, weil ich würde den Ast auf jeden Fall belassen und den zweiten dort auf jeden Fall belassen. Und natürlich wird der Baum dort eine Dickstelle machen, aber nicht in die Breite von der Front, wo ich sehe, sondern nach hinten, und dann stört das dort nicht zu. Aber mit diesem untersten Ast hier und mit diesem Ast hier würde ich die unterste rechte und die hintere Partie aufbauen. Dann, wenn wir weiter nach oben schauen, sehen wir haben hier einen Ast, den kann man gut verwenden. Und hier die zwei, da würde ich mich auf einen der zwei entscheiden. Wenn es meiner wäre, würde ich den jetzt den stärkeren nehmen und mit dem weiter aufbauen. Ich würde ihn nur einkürzen. Warum würde ich hier die stärkere nehmen? Weil einfach der Übergang von der Stammstärke auf diese Aststärke viel, viel besser passend ist, als wenn ich den ganz kleinen nehme und wieder mit dem kleinen von vorne anfange aufzubauen. Auch ist die Position eine bessere, weil aus meiner gewählten Vorderfront wäre das natürlich genau ein Ast, der gerade zu uns kommt. Und jetzt kommen wir zu dem großen Teil, und zwar, wie würde ich arbeiten, um diesen Baum, so wie er ist, zu verwenden. Und zwar, ich würde das so machen, dass ich den Hauptstamm mit Bast einwickeln würde, also mit Raffia. Und dann würde ich von unten nach oben kombiniert mit dem zweiten Ast zwei ganz dicke Drähte im Uhrzeigersinn aufbringen. Schön die Drähte nebeneinander setzen, die sollten wirklich schön parallel sein. Und dann würde ich hergehen und ich würde diesen Ast hier oben ab dieser Position hier ganz kräftig drehen, und zwar im Uhrzeigersinn. Und wenn wir das Ganze im Uhrzeigersinn drehen, dann passiert eins, dann bekommen wir diesen Ast von der Seite nach vorne und der zweite Ast, der dort ist, der kommt nach hinten. Und damit kann ich den hinteren Bereich des Baumes füllen. Mit dem oberen kleinen könnte man jetzt die neue Spitze aufbauen und das dicke, was da ganz oben hinauswächst, das wäre etwas, das ich jetzt für mich kürzen würde, weil der Baum ansonsten zur Stammstärke, die er jetzt hat, und in der Schale wird der Baum eigentlich nicht mehr viel dicker, das müsst ihr immer beachten, dann ist der Baum einfach viel zu hoch für die Stammstärke, die der Stamm unten hat. Ihr wisst ja, dass der unterste Teil des Stammes, also das erste Drittel, sollte immer frei sein, und das sollte der Stamm sein, und die anderen zwei Drittel sollten die Krone sein. Und wenn wir jetzt aber diese Stammhöhe nehmen und die nach oben zweimal multiplizieren, dann ist der Baum trotzdem immer noch viel zu hoch. Und deshalb würde ich hier mit diesem Ast als Krone ausstehen und das obere wegschneiden, weil es einfach auch zum Verhältnis Stammstärke und Äste im Kronenbereich sind die dort oben viel zu dick. Die anderen sind genau richtig, die passen gerade noch, aber den oberen dicken Teil würde ich für mich herausschneiden. Und dann würde ich den, wie gesagt, den Stamm drehen und schauen, dass ich eine Biegung reinkomme. Und diese Biegung sollte ähnlich sein wie die von dem zweiten Ast, der daneben ist, oder vom zweiten Stammverlauf, der daneben ist, damit das Ganze ein bisschen harmonischer wirkt. Das heißt, es sollte aber nicht zu parallel sein, dass es zu künstlich ausschaut, aber es sollte schon in die gleiche Richtung gehen. Und wenn dir das gelungen ist, Tom, und ich hoffe, und wenn du da gute Technik machst, und lass dir bitte Zeit und mach den Bast sauber rauf und mach die Drähte wirklich akkurat. Überleg dir, wo startest du, wo fährst du durch. Vielleicht zeichnest du dir das sogar vorher irgendwo mit einer Kreide oder so an, dass du wirklich schön alles hast. Dann kann das richtig gut funktionieren. Und wenn du das sauber und gut gemacht hast, dann kommen wir zum Nebenstamm. Das heißt, sollte uns der Hauptstamm brechen, sollte dem was passieren, weil du musst aufpassen, dass hier und hier Schnittstellen, das kann Totholz sein, und in diesem Bereich ist der Baum oder der Ast ziemlich anfällig, um da zu brechen, weil halt einfach ein Teil von dem Holz schon trocken und spröde ist. Also da musst du aufpassen. Aber wenn du das gut und sauber machst, dann kommen wir jetzt zum zweiten Stamm, und der zweite Stamm, den drahtest du auch durch, und dann kannst du entscheiden, das siehst du dann, wie gut der Hauptstamm steht. Die Richtung und die Biegung und die Vorgaben, die der zweite Stamm hat, die sind schon wirklich richtig gut. Das Einzige, was ich dann auch hier bei dem machen würde, und du siehst das hier oben, wenn wir diese Spitze hier bei dem wegschneiden, dann solltest du auch den anderen Teil einkürzen, weil das da oben viel zu dick und viel zu kräftig ist.
Aber der Rest passt dann. Auch dir darum würde ich empfehlen, dass du den ganzen Baum durchdrahtest, also auch jeden einzelnen Ast dem Biegung gibst, dem Richtung gibst, dem eine schöne Position gibst und kürze auch den einen oder anderen ein und schau einfach, dass du jetzt schon auch in der ersten Gestaltung sowas Ähnliches zusammenbekommst wie eine Baumsilhouette. Weil auf das baust du auf in Zukunft und an dem arbeitest du weiter. Und du siehst auch hier hast du kräftige zwei Gabeln, die sollten auch zurückgekürzt werden. Aber sei nicht zu radikal, sondern schau eher, dass der Baum eine Baumform hat. Und dann kannst du im Laufe der nächsten 2, 3, 4 Jahre, wenn der Baum dann dir weitere Optionen und weitere Knospen gibt, immer noch den einen oder anderen herausschneiden. Und du wirst sehen, egal wie lange wir Bäume haben, und manche Leute machen ja schon 30, 40 Jahre Bäume oder Bonsai, und die schneiden auf ihren Bäumen immer noch herum. Warum? Weil der nie fertig wird. Das heißt, man versucht immer bessere Qualität aus dem Baum herauszuholen, dann schneidet man wieder mal Fehler raus oder man macht dann wieder mal eine kleine Umgestaltung und und. Aber das sollte sich von Anfang an bis zum Ende immer durchziehen. Das heißt, immer Schritt für Schritt und nicht zu viel erwarten vom Baum. Und trotzdem aber gut überlegen, wie sollte die Zukunft der Pflanze weiter hinausschauen. Ja, und wenn du das Ganze geratet hast, bitte Augenmerk bei der Linde. Man sieht es bei meinem ersten Hauptast unten im Video. Da sieht man schon ganz leichte Drahtspuren. Also sei bitte bedacht darauf, dass das nicht einwächst, und du kannst auch den Baum normalmäßig düngen. Also ich würde den jetzt nicht zu kräftig düngen, weil die ersten großen Aststrukturen sind eigentlich schon vorhanden. Natürlich wäre an der einen oder anderen Stelle noch irgendwo ein Ästchen gut, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich die Aufteilung der Hauptäste gar nicht mal so schlecht, und wenn du das schön drahtest und in Position bringst, dann kannst du allalong über die Jahre dann dort wirklich das Ganze schön mit deinen Beds füllen. Also würde ich ihn mäßig düngen, dass er jetzt nicht zu kräftig wird mehr im oberen Bereich, weil sonst musst du wieder hart zurückschneiden. Vielleicht mal sehen, ich weiß jetzt nicht, wie lange du den eingetopft hast. Ich denke, dass der frisch eingetopft ist, würde ich auch heuer keinen Blattschnitt machen, sondern erst im zweiten Jahr. Gib dem Baum Zeit, das waren harte Eingriffe für ihn, und stell ihn vielleicht nicht ganz in die pralle Sonne, sondern so halbschattig, wo er am Vormittag schön Sonne hat. Dreh ihn bitte regelmäßig, dass er einfach rundherum schön Sonneneinstrahlung bekommt und dass dann kein Teil schwächer wird und ein anderer Teil kräftiger. Und ja, und dann warte ab, was dir der Baum als Optionen für die nächsten Jahre gibt. Aber es ist, wie gesagt, kein leichtes Material. Da hat dich der Gernot wirklich gechallenged. Aber es ist nicht unmöglich. Und bei so einem Material muss man auch immer ein bisschen Geduld haben mit dem Baum und mit sich selbst, weil einfach der Erfolg dann erst in den nächsten paar Jahren wirklich zu sehen ist. Weil er wird jetzt hier nach der ersten Gestaltung, wird das jetzt kein wirklich schönes Schmuckstück sein. Aber gib dem Baum wirklich die Zeit und du wirst sehen, er wird dich belohnen dafür. Und ich wünsche dir viel Spaß. Mach saubere Arbeit, konzentriere dich und geh keine Kompromisse ein. Ich denke, du kannst das gut machen, und wenn der Draht nicht schön drauf ist und wenn der nicht funktioniert und wenn das nicht hält, dann wieder runter, wieder neu rauf. Das mache ich bei meinen Bäumen auch. Ich zeige das nur in meinen Videos nicht, weil sonst, ja, vielleicht zeige ich es mal. Aber wenn es bei mir nicht passt, ich schneide es auch wieder runter. Und manchmal sitze ich dort 2, 3 Minuten und überlege, okay, wo hänge ich ein, wo fahre ich am besten rundherum. Und dann mache ich es meistens eigentlich nur einmal. Und damit gewöhnt man sich dann auch noch an eines, dass man geduldiger arbeitet, dass man dann sauberer arbeitet und dass man dann auf Details Wert legt. Und mit diesem Lernen auf Details zu achten, wird man auch, glaube ich, im Laufe der Jahre ein guter Bonsaianer und lernt dann bei seinen Bäumen auf die Details zu achten, und das lässt dann einen als ganzen Bonsaianer eigentlich wirklich gut wachsen. So, und jetzt, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß mit euren Bäumen. Tom, ich denke, das wird ganz sicher ein Video darüber geben. Wenn das Video fertig ist, ich verlinke es hier. Und ja, hau rein, mach das Beste draus und freut euch aufs nächste Video. Wie gesagt, es wird eine coole Sache. In dem Sinne, viel Spaß, und falls ihr auch mal dabei sein wollt bei Was würde Werder sagen,
Ich habe es euch in die Kommentare geschrieben, wie es funktioniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.